In der letzten Folge von The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Wir mussten mit dem jungen Link in der Vergangenheit bereits einen großen Teil des Geistertempels absolvieren. Allerdings endete unsere Reise als junger Link, als wir gegen einen fetten, ferngesteuerten Ritter kämpften und danach bekamen wir die Silberhandschuhe, die uns neue Kraft verleihen. Diese sollten wir eigentlich Naboru zurückgeben, die wurde allerdings von zwei Hexen gefangen genommen und jetzt müssen wir sie in der Zukunft mit dem erwachsenen Link retten. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Herzlich willkommen hier zurück im Dungeon. Oh Gott, was wird das denn hier? Hier ist es dezent laut, falls das jemandem noch nicht aufgefallen sein sollte. Okay. Wie es aussieht, müssen wir hier wohl einige lustige Dinge erledigen. Und ich höre hier eine goldene Skulptur. Wie es aussieht. Oh, sorry, dass es so laut ist, ne? Ist ja ätzend. Ey, das hat nicht so ganz geklappt, so wie ich das wollte. Aber das, glaube ich, können wir schaffen, wenn wir wollen. Schauen wir mal. So. Bams, jawohl, 3. Hier ist ein komischer Zeitstein. Also, aua. Blöder Stein. Dann spielen wir mal die Hymne der Zeit. Muss ich erstmal schauen, wie die geht. Bam, 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 bam. Ich vergesse es jedes Mal wieder. So geht's. Ich meine, die Hymne der Zeit brauchen wir ja auch nicht so oft. Von daher ist es relativ logisch, dass ich, das mal vergesse, ja. Ich meine, ich kann ja inzwischen wirklich schon einige Lieder auswendig. Aber halt doch nicht alle. Und das dürfte unsere 98. Skulptur gewesen sein. Holy shit, Freunde. Ich bin gehypt. Es geht auf in Richtung Finale. Und hier haben wir nochmal den ganzen Spaß. Was... So ging's. Naja, wenigstens jetzt auf diese 30 Sekunden hin habe ich es mir gemerkt. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Okay. Let's go. Jetzt haben wir hier das Rätsel gelöst. Können diese Schuhe ausziehen. Die hätten wir auch schon davor ausziehen können. Das ist aber auch egal. Steppen hier durch und holen uns hier, schätze ich mal, eine kleine Truhe. Ja. Mit einem kleinen Schlüllüllüllüll. Mit einem kleinen Schlüllüllüll. Wer kennt's nicht? Wer kennt es nicht? Ah, ja. Na, komm ran. Ja, bitte, geht doch. Easy, gar kein Thema. Hau die Rubine her, auch wenn ich sie nicht brauche. Jetzt haben wir hier einen Schlüssel. Das heißt, jetzt können wir hier in der Mitte durch. Nö, glaube ich. Schauen wir. Aber normalerweise müssten wir jetzt hier durchkommen. Oh, du gehst mir mal ganz schnell weg, du komisches Viech. Danke dir. Die sind wieder am Rumschweben. Tun. Das war mir irgendwie klar. So, komm. Verreck elendig. Aua, du elendiges Viech. Oh, Mann, ey. Du bist doch so blöd, Alter. Du hast dein Schild verloren. Ja, es ist mir ziemlich scheißegal, was ich verloren habe. Hau mein Schild wieder her, sonst bringe ich dich um. Blödes Ding. Ja, immer diese blöden Viecher, die mir alles wegnehmen. Das ist echt ätzend. Okay. Na gut. Ich habe jetzt blöderweise, nehme ich das hier sehr spontan auf. Das heißt... What the hell? Hä, wieso sehe ich die Dinger nicht? Hä? Okay. Ja, das heißt, dass ich gerade leider keine Kommentare habe. Aber, ja, ich werde vielleicht im Laufe des Parts nochmal ganz schnell eine Pause machen. Und da werde ich dann vielleicht noch Kommentare raussuchen. Ja, ich nehme das gerade am Tag vorm Release auf, ja. Am Tag vor Release des Videos. Oha. Das hat ja nicht so gut geklappt. Das hat ja ganz gut geklappt. Ja, moin. Dann lasst uns mal hier reingehen. K-
Kein Plan, was uns hier erwartet. Ach so, warte mal. Oh, du bist ein ekelhaftes. Du bist ein ekelhaftes Viech. Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe, dankeschön. Ja. Ich bin derzeit ein bisschen unter Zeitdruck. Deshalb entschuldigt es mir bitte. Warte mal. Du willst mich doch jetzt aber bitte verarschen. Ach nein, wie viel muss ich jetzt wieder nachholen? Oh, aber warte, gut, dass wir hier wieder sind, weil hier können wir uns jetzt unsere letzte Skulltula holen. Ja, die war hier oben. Wir haben 99 Skulltulas und damit die volle Anzahl, die wir derzeit bekommen können. Die Maximalanzahl ist nämlich derzeit tatsächlich, 99. Den Rest können wir erst nach... Hey, den Rest können wir erst nach dem Final Boss und den Credits machen. Achso, hier sind wir. Ja, hier wollen wir aber nicht hin. So, drehen wir dieses Ding hier mal ganz kurz weiter. Währenddessen habe ich einen Kommentar für euch. Und zwar von Emilia. Und zwar schreibt Emilia... Lol. Eine Fee gibt's noch. Ja, also Dankeschön Emilia, dass es noch eine Fee gibt. Wusste ich tatsächlich nicht. Oh, what the hell. Ich dachte eigentlich, das ist die letzte Fee, weil wir ja so ziemlich am Ende des Spiels sind. Aber nee, anscheinend gibt es tatsächlich noch eine Fee. Und da bin ich dir sehr dankbar, dass du mir da noch Bescheid gegeben hast. Denn ich war der Meinung, dass ich nach keiner Fee mehr Ausschau halten muss. So. Jetzt können wir das Rätsel hier weiterhin lösen. Wir haben die anderen Sonnen auch abgecheckt. Und jetzt, ja, gucken wir mal, was hier abgeht. Kein Plan. Navi, was willst du mir sagen? Der Wüstenkoloss, das Gesicht sieht wirklich bösartig aus. Ach, findest du? Naja. Geht so. Geht so, geht so. Der Schalter da drüben macht mir ein bisschen Angst. Warte mal, kann ich hier nicht theoretisch das hier hinpacken? Hier so ein Teleportationsziel? Geht das nicht theoretisch? Gucken wir mal. Ich glaube, ja. Sieht sehr vielversprechend aus. Oder? Ja, ich glaube schon. Ja, was ich mich halt frage, wie zum Teufel soll ich da rüberkommen? Kann ich mich da dran ziehen? Nee. Nö, da kann ich mich auch nicht dran ziehen. Hä? Wie soll ich denn hier weiterkommen? Oder brauche ich das Auge der Wahrheit? Übersehe ich hier was? Das könnte natürlich auch sein. Ah, gucken wir mal. Nee, ich glaube nicht, dass ich was übersehe. So, einmal kurz nachgeschaut und jetzt weiß ich auch Bescheid, weil hier sieht man es ja auch relativ eindeutig. Hier ist natürlich unser altbewährtes Triforce. Und ja, da ist ja natürlich ganz klar, was wir machen müssen. Das kennen wir ja schon. So, ich trinke mal kurz von meinem Tee. Prost. So. Jetzt haben wir da drüben eine Kiste. Ich weiß nicht, ob Link da hochgehen kann. Nee, ich schätze nicht. Link. Ach so, warte mal. Das ist eine Kiste, ne? An eine Kiste können wir uns ranziehen. Ja. Ja, sehr geil. Wunderschön. Den kleinen Schlüssel haben wir schon mal. Und... Nee. Sieh. Warte. Warte, warte, warte. Jetzt sag nicht, ich hätte mir den Weg da sparen können. Aha, Mann, ich hätte mir den Weg sparen können. Ja, Dreck nochmal. Ja, egal. Irgendwas will mein Handy von mir. Whatever. Wir können ja mal die Tür hier aufmachen und schauen, was uns hier drin erwartet. Ey, Diggi, lecco mio. Ja, kannst mich. So. Oh, ist das eine Fee gewesen? Nö. Also Bomben. Hoppala. Die Bomben nehme ich gerne mit, weil wenn uns noch weitere solche Viecher erwarten, dann können wir die auf jeden Fall gebrauchen. Okay, diese Anubis sind auch wieder am Start. Sheesh. Gefällt mir nicht, dass die am Start sind. Okay, wir müssen die irgendwie dahin locken. Okay. Komm schon, wie bringe ich dich dazu, dass du hier hinkommst? Diese Anubis-Dinge, die checke ich noch nicht ganz. Leider.
So, musste mir auch mal kurz eine Lösung raussuchen. Wir müssen jetzt hier entlang, dann weiter hier und hier rüber wieder. So, und jetzt haben wir alle drei kaputt gemacht. What the hell? Wie soll man denn da drauf kommen? Man muss da alle drei vernichten. Das ist ja geistesgestört. Really? Naja, zum Glück müssen wir das Rätsel nicht nochmal machen. Aber immerhin kommen wir jetzt hier durch. Es fehlen uns allerdings noch ein Schlüssel. Warte mal. Wer von euch ist jetzt hier real? Ja. Anscheinend gar keiner oder was? Oder ist es genau der Letzte? Wenn es jetzt genau der Letzte ist, dann eskaliere ich aber. Ja, natürlich ist es gar keiner. Wieso wusste ich es? Es ist einfach gar keiner. Ja, moin. Du bist doch einfach nur ein Drecksack. Lecco mio. Was macht denn dieser Schalter? Ja, natürlich, die Tür aufmachen. Das war mir schon klar. Was sollen wir hier jetzt machen, wenn ich fragen darf? Ja, toll. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Hä? Was zum Teufel? Hä, die Dinge sind wieder da? Aber warte mal. Kann ich? Ich meine, die Dinge sind doch Stein. Oh, warte mal, das ist möglich. Oh, wait a minute. Als ob das geht. Okay, das ist fast zu simpel. Aber hier drin gibt es zwei Truhen. Wieso gibt es hier drin zwei Truhen? Ja, lol. Ich weiß schon, wo die zwei Truhen herkommen. Ein Herz und was noch? Noch ein Herz. Ja, hätte man auch einfach so hier in Krüge legen können, aber na gut. Wie auch immer. So, gucken wir nochmal mit dem Auge der Wahrheit. Es ist nochmal so ein fetter Ritter, oder was? Ja, es ist tatsächlich nochmal so ein fetter Ritter. Oh Gott, der zerhackt hier wieder alles. Aber das Zerhacken hier bringt uns einige Herzen. Dankeschön dafür, mein Kumpel. Bist du echt nett? Bist du wirklich ein Social Boy? Das ist wirklich nett. Das ist wirklich sehr nett, was du da anstellst, mein Freund. War es das schon? Warum war es denn das schon? Das war jetzt ein bisschen einfach. War mir ein bisschen zu einfach, mein Kumpel. Aber na gut. So. Dann give the next big item to me. Ja, das könnte das Dungeon-Item sein. Wobei, nee, den Krafthandschuh haben wir schon bekommen. Den Krafthandschuh haben wir schon bekommen. Nee, dann kein Plan, was es ist. Ein Spiegelschild. Aha. Ja, jetzt haben wir hier tatsächlich alle Ausrüstungsgegenstände. Wir haben ein Spiegelschild, meine Freunde. Ja, ich denke mal, dass wir hier das Spiegelschild gut einsetzen können. Aber erstmal noch ein Kommentar von Theo. Der Wettlauf am Anfang des Parts kann nicht absolviert werden. Selbst mit Teleportationshex ist das Ganze unmöglich. Also dieser eine Dude da, ihr wisst schon wer. Der in dem einen Zelt. Ja. Ihr erinnert euch an den Typen, gegen den ich geraced habe. Ja, gegen den gewinnen ist unmöglich anscheinend. Interessant eigentlich, aber okay. So, was haben wir hier drin Schönes? Einen Schlüssel? Ja, Tatsache. Es ist ein kleiner Schlüssel. Und mit diesem kleinen Schlüssel... weiß ich nicht. Ich meine, da drüben ist noch ein ganz kleiner Raum hier drin. Was anderes würde ich jetzt nicht sehen. Hier drin wird halt jetzt höchstwahrscheinlich... ja... Der Boss-Key auf uns warten. Ey, darf ich mich da nicht rumbewegen, wenn sich das Ding bewegt oder was? Oder wie sieht's da aus? Link! Ganz ruhig. Ganz ruhig, mein Kleiner. Link, du kleiner Idiot da. Okay. Na tolle Wurscht. Jawohl. Okay, wir sind jetzt hier, wo die Skulptur da vorher war. Ah, Link, du bist doch so ein Lappen. Link! Gott, das bringt mich noch zum Ausrasten, ey. Meine Güte. So, verreck in der Hölle, du blödes Viech. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. So, hallo, verreck in der Hölle. Verreck in der Hölle, Mann. Dankeschön. So, jetzt geh's hier durch. Wir sind in einem komplett neuen Stockwerk, wie es aussieht. Oh. Ja, hier müssen wir natürlich unser altbewährtes Lied spielen.
Kennt euch alle aus? Ja. Naja, mal gucken. Das wird jetzt dann spannend, den letzten Boss zu besiegen, bevor Ganon am Start ist. Ganondorf, Entschuldigung. Ist ja ein Unterschied. Wie ging denn das hier nochmal? Die musste man doch, glaube ich, erstmal mit dem Hammer umdrehen, oder? Ging das so? Ja, ne? Mit dem Hammer umdrehen war die Lösung. I think so. Aber ich finde es interessant, dass wir hier direkt den Raum gefunden haben, wo auch, ja, ihr wisst schon, was drin war. So, warte, jetzt haben wir hier ja natürlich, Feuerpfeile. Und hier können wir ja mal kurz auf die Feuerpfeile auch switchen und die niederbrennen. Oder auch nicht. Warum nicht? Was soll das? Achso. Warum? Hallo? Hello? Was ist denn hier los? Okay, checken wir erstmal die anderen Räume ab. Bevor wir hier weitermachen, vielleicht ist ja in den anderen Räumen was Wichtiges, was wir da noch brauchen können. Kann ja sein. Oh Gott, das ist ja sogar ein etwas größerer Raum. Habe ich gar nicht mehr gerechnet. Lauter so blöde fliegende Vasen regen mich auf, die Dinger. So, dann lass mich mal ganz kurz hier dieses Ding aktivieren. Diesen Kristall. Dann können wir hier durch. Ah, das Licht haben wir noch nicht aktiviert, ne? Hm. Na, dann halt nicht. Oh! Hi, na, wie geht's dir? Du bist schon mal down. Du kannst mir schon mal nichts mehr. Diese blöden Dinger gehen mir auf den Geist. Deshalb besiegen wir sie. Das ergibt Sinn, ne, Leute? Das ergibt durchaus Sinn. Okay. Wie können wir dich jetzt hier ausrichten? Was genau bringt es, ist die Frage. Oh, warte mal. Halt, stopp. Halt, stopp. Erstmal hier eine Bombe. Und dann bomben wir hier frei. Ja. Ja, moin. Hallo, mein Kleiner. Was geht? Sehr schön. Wo können wir noch frei bomben? Ach so, gar nirgends. Wir sind hier schon richtig. Wunderschön. Alles klar, und dann dürfen wir es auch schon fast geschafft haben. Wir sollten jetzt hier in dem fetten Raum den Spiegel angeleuchtet haben. Genau, und dann können wir jetzt mit dem Spiegelschild das hier machen. Ja, und jetzt werden wir nach unten gefahren. Was das genau bringt, kein Plan. Oh. Das wollte ich jetzt eigentlich noch nicht. Ja, moin. Das wollte ich eigentlich noch nicht, habe ich gesagt. Ich will gerne wieder nach oben. Hallo? Scheiße. Wait a minute, what? Warum steht da jetzt eine Kiste? Was ist zum Teufel? Da steht eine Kiste. Eiskalt. Die habe ich davor aber noch nie gesehen. Die stand davor aber auch sicher noch nicht. Aber warte mal, hier können wir kurz den Hammer auspacken. Den verrosteten Schalter aktivieren. Wunderschön. Jawohl. Und was genau haben wir jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Kann sein, dass wir die Tür in der Mitte hier freigeschalten haben? Oh ja, das kann tatsächlich sein. Was schalten wir denn hier für einen Shortcut frei? Ich weiß es nicht. Ich bin ja mal gespannt. Gucken wir. Oh ja, natürlich. Immer weiterschieben, klar. Okay. Ich habe noch eine kleine Fee eingefangen hier. Die war hier in der Vase. Dann schmeißen wir das mal ganz kurz hier. Kein Plan, wo führt uns das denn hin? Hallo, Link. Bitte. Oh, ah, ich sehe schon, in welchen Raum. In den Anfangsraum. Oh, shit. Ich habe da was gefunden, Leute. Ja, moin. Ja. Hier, diese Fake-Türen sind eine ganz tolle Sache. Bam! Habe ich's? Nö, habe ich nicht. Aber so, oder? Ja, so kann man die zerdeppern. Und dann können wir hier mal kurz das Auge abschießen und dann passiert was? Oh, natürlich. Das war doch so klar. Hier erscheint eine zweite Eisplattform. Toll. Toll. Wow, das Rätsel wäre so einfach gewesen und ich verkacke es. Entschuldigt es mir, aber es ist schon echt spät.
Ich hoffe mal, ich verkacke den Boss wenigstens nicht. Das wäre ja noch peinlich, muss ich sagen. Aber naja, wir werden es, glaube ich, hinbekommen. Wir sehen uns auf jeden Fall mit dem Boss wieder, Leute. Ach so, sollen wir jetzt hier etwa... Nee, ernsthaft? Sollen wir hier hinleuchten, wirklich? Wow. Wow. Da ist der Bossraum drin. Das ist ja okay. Da können wir uns auf jeden Fall dran ziehen. Und jetzt können wir hier ab in den Bossraum. Okay. Let's go. Wer ist der letzte Boss? Schauen wir. Hehe, sieht aus, als hätten wir einen ordentlichen Fang gemacht, Kume. Hehe, sieht ganz so aus, Kotake. Wie außergewöhnlich, dass sich jemand so tief in unseren Tempel eintraut. Hihi. Wir sollten ihm eine ordentliche Lektion erteilen. Hihi. Oh, Trauervasall. Zerstöre diesen Eindringling. Okay. Wird, glaube ich, nicht passieren. Let's go. Ja. Holy shit. Wie viele Feen habe ich? 2 Stück nur. Oh mein Gott, okay. Das ist nicht so gut. Das ist tatsächlich nicht so gut. Aber wir haben hier ein paar Herzen wieder. Weil er uns hier die Herzen freihackt. Oha. Ich finde das sehr nett von ihm. Oh, ist er down? Oh lol, was? Das war sie? Habe ich das richtig gesehen? Als ob. Lol. Wo bin ich? Krummel, sieht aus, als hätten sie sich befreien können, Kume. Sie ist noch jung, genießt aber hohen Respekt unter den Gerudo-Kriegerinnen, Kotake. Vielleicht sollten wir sie etwas länger zum Dienste für den mächtigen Gendorf versklaven. Hihi. Wir sollten ihr Gehirn einer neuen Behandlung unterziehen. Wow, what the hell? Was ist los mit denen? Holy shit. Okay, die Dudes haben eindeutig ein Rad ab. Ab zum Boss. Jetzt aber wirklich, hoffentlich. Hello? Ach so, müssen wir jetzt hochklettern auf eine Kampfarena oder was? Ja, Tatsache. Ja, moin. Sieh dir diesen Dummkopf an. Er kam freiwillig als Opfer für den mächtigen Gendorf. Okay. Meine Flammen werden ihn bis auf die Knochen verbrennen. What the hell? Mein Eiszauber wird seine Seele gefrieren. Oh mein Gott, was passiert hier? Holy shit. Twin Rover, höllische Hexenarmada. Okay, let's go. Ich schätze mal, wir müssen unser Spiegelschild einsetzen. Komm schon. Feuer irgendwas ab, was ich mit dem Spiegelschild zurückschlagen kann. Oh ja, sehr schön. Das kann man auf jeden Fall zurückfeuern. Also könnte man, wenn man es früh genug abwehren würde, dann wäre das schon eine Möglichkeit. Sorry übrigens, dass, ja, das Ganze hier so eine Überlänge bekommt. Höchstwahrscheinlich. Also, ich schätze mal, dass es eine ziemliche Überlänge haben wird hier. Okay. Nice. Oh, lol. Ach so. Ihre Schwachstelle ist Feuer. Ach so. Ja, ich verstehe schon. Und das Eisding müssen wir jetzt... Oh, lol. Shit. Shit.
Shit, 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 shit. Gar nicht gut. Okay, verreckt sind wir schon mal. Das ist sehr schön. Ja, komm, Fee. Rette mich. Ja. Also, sorry, dass der Party wieder Überlänge hat. Ich hau hier mal Nairos Umarmung raus. Das, glaube ich, dürfte ganz gut weiterhelfen. Und dann eine weitere Sache, die ich auf jeden Fall machen sollte, ist, glaube ich, ein anderes Schwert ausrüsten. Oh, was? Also gut, lass es jetzt erstmal. Ich verschluck mich. In Ordnung, Kume. Kotakes und Kumes. Doppelte Dynamikattacke. What the hell? What the hell? What is going on? Was zum Teufel? Okay, was genau geschieht hier? Lol. What the hell? Was war das? Hä? Okay. Ach so, unser Spiegelschild kann 3 Attacken absorbieren. Und dann können wir das Fett zurückfeuern. Ich verstehe. Okay, das ist ziemlich cool, dass unser Spiegelschild das kann. Okay, feuer das Ding zurück. Und dann wechseln wir ganz schnell unsere Ausrüstung auf das fette Schwert. Und dann können wir ihm hier, ihr hier, doppelten Schaden drücken. Das ist die gute Technik hier. Oh, Leute, sie ist down. Das war's mit Kume und Kotake. Die beiden sind sowas von down. Na, was wollt ihr machen? Verpufft. Oh ne, was? Die sind noch da? Lol. Verhext und zugenäht. So ein widerliches Balk. Ab jetzt machen wir ernst. Was? Hey, Kume, was schwebt da über deinem Kopf? Hä? Weiß ich nicht, aber über dir schwebt auch etwas, Kotake. Aber ich bin erst 400 Jahre alt. Und ich bin erst 380 Jahre alt. Wir sind Zwillinge, mach dich nicht jünger als du bist. Du bist ja völlig senil. Wen nennst du hier senil? Behandelt man so seine Schwester, wir sind Zwillinge. Wie kannst du da älter sein? Ah, du bist wirklich herzlos. Ah, du undankbares Weib. Du bist herzlos. Und du bist undankbar. Was? Wir machen dich fertig. Ich glaube auch. Leute. Und damit sollte es hier doch irgendwo unser letztes Herzteil geben, oder nicht? Hallo? Letztes Herzteil? Hallo? Achso, nee, die sind nicht verreckt, ne? Letzter Herzcontainer, meinte ich. Kein Herzcontainer? Ich wollte schon sagen, da ist unser letzter Herzcontainer. Wir haben die volle Herzenanzahl. Und jetzt geht's zurück. Der letzte Weise wurde befreit. Friends. Es geht ab in Richtung Finale. Aber ganz, ganz schnell. Ich denke mal, ich kann in Fullscreen gehen. Ja. Die Halle der Weisen. Mal wieder. Kleiner, ich musste danken. Hey, sieh mal an, was es dir geworden ist. Ein talentierter Schwertkämpfer. Auweia, ich bin völlig durcheinander. Die beiden alten Weiber haben mich verhext. Ich musste für Ganondorf tun, was er verlangte. Aber du bist nicht überrascht. Jemand wie ich ist letztendlich die Weise der Geister. Ab jetzt kämpfe ich als eine der Weisen gegen das Böse. Nun werden sie für das bezahlen, was sie mir angetan haben. Kleiner, nein, Ripples, der strahlende Wanderer durch die Zeiten. Als Dank dafür, dass du den Fluch vom Geistertempel genommen hast, übergebe ich dir dieses Amulett. Nimm es. Das letzte Amulett. Das Amulett der Geister. Na, Boaru gibt sich als eine der Weise zu erkennen und überträgt ihr ihre Kraft.
Du bist wirklich ein tapferer Held geworden. Dankeschön. Dir gebührt eine ganz spezielle Anerkennung. Ach wirklich? Ui. Hi, na? Ripples der Auserwählte. Endlich. Alle 6 Weisen sind erweckt. Es ist soweit. Der entscheidende Kampf gegen den Großmeister des Bösen soll nun beginnen. Zuvor sollst du jene treffen, die auf dich wartet. Sie hat deiner in der Zitadelle der Zeit. Und in die Zitadelle der Zeit begeben wir uns am Anfang des nächsten Parts. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.